Ja, hallo und somit herzlich willkommen bei Mini Metro. Das Ganze ist etwas ähnlich aufgebaut eigentlich wie Mini Motorways. Nur handelt es sich hierbei um Metro, also um die Subway Stations und Linien, wie man im Hintergrund schon sieht. Ich würde sagen, ich habe keine große Erfahrung, von daher starten wir gleich mit der täglichen Herausforderung. Heute Stadt Montreal, Modus Extrem, kann gut kommen und verbleiben Zeit 4 Stunden. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Okay, hierbei geht es eigentlich einfach darum, dass man mit der Metro alle Haltestellen anfährt. Diese größeren Symbole sind die Haltestellen und die kleinen sind dann einfach die Passagiere, die von der quadratischen Haltestelle zur runden möchten zum Beispiel. Und so geht das ganze Spiel hier eigentlich. Ist natürlich wieder am Anfang etwas weniger interessant, könnte man fast sagen. Aber das wird sich schnell ändern. No. Da möchte ich eigentlich noch nicht gleich. Okay, wait. Heißt extrem, man kann die Linie nicht löschen? Wenn ja, dann gut. Bahnlinienzüge lassen sich nach dem Setzen nicht ändern. Okay. Gut, das heißt also extrem. Dann muss man sich also etwas mehr darum kümmern, wie man das Ganze eigentlich hier aufbaut. Okay. Am Ende der Woche bekommt man immer ein Upgrade. Hoffentlich hier vielleicht auch. Mal schauen. Okay, doch. Eine Lokomotive oder eine Linie und Waggon. Eine neue Linie. Nein, ein Waggon hört sich eigentlich besser an. Denn bis jetzt läuft das Ganze hier ganz gut mit diesen drei Linien. Würde ich sagen eigentlich. Lassen wir das Ganze mal etwas hier geschehen. Und schauen uns an, was alles passiert. Und alle haben eine Anbindung. Okay, Gelb hat keine Anbindung eigentlich an eine quadratische Station. Von daher ziehe ich das mal. Okay, naja. Das war jetzt doof. Eine quadratische Station nach quadratischer Station ist eigentlich doof. Hätte man jetzt anders lösen können. Aber man könnte auch noch von. No. Lass das doch hier. Mit Gelb würde ich jetzt hier weiterfahren, nach hier drüben. Und wahrscheinlich auch einen zweiten Zug schon mal einsetzen. Oder einen Waggon.
Nenn den zweiten Zug, hört sich gut an. Okay. Kreis, 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 das ist doof, das ist auch doof. Überall sind eigentlich nur Kreise am Start. Ja, geht halt nicht anders. Auf der gelben Linie könnte man eigentlich schon fast einen zweiten Waggon noch einsetzen. Weil die gelbe Linie recht lang ist. Mache ich doch einfach gleich mal. Wie auch orange könnte man einen zweiten Zug nehmen. Grün läuft ganz gut, weil das recht kurz ist. Okay, das läuft echt beschissen. Kreis, Kreis, Kreis. Doof. Dann geht halt grün wieder hier nach oben. Geht leider nicht anders. Okay, nee, das geht gar nicht. Dann müssen wir mit Grün nach hier drüben. Nee, eine neue Linie hört sich gut an. Grün ist jetzt auch schon etwas länger. Da müssen wir also etwas aufpassen. Irgendwo wäre es gut, wenn wir einen Knotenpunkt machen würden. Hier möchte ich zum Beispiel... Ja... Irgendwie so quer rüber wäre eigentlich eine gute Idee. Vielleicht irgendwie so... Wir müssen bloß ein Quadrat mitnehmen. Okay, ich habe keine Tunnel. Das ist das Problem. Bei Grün staut sich das Ganze langsam etwas. Auch hier könnte man einen zweiten Zug nehmen. Mache ich einfach mal. Doch. Lass mal die Zeit etwas langsamer laufen. Mit extrem anzufangen ist natürlich recht, ja, nicht unbedingt das Schlauste, könnte man sagen. Ich brauche halt einen Tunnel. Könnte man irgendwie so eine Strecke machen, die irgendwie einmal rundum geht. Aber ich habe keinen Tunnel. Aber gleich ist eigentlich auch schon Samstag wieder. Okay, da kommt schon der erste Timer. Was nicht gut ist. Und ich muss da irgendwie was machen. Geht alles nicht. Thank you.
Ja, da muss gelb oder orange hin. Denn sonst haben wir ein Problem. Weil hier kommt gleich ein Timer. Das muss ich verhindern. Man könnte es natürlich so machen. Allerdings brauche ich für blau eine Lokomotive. Jetzt habe ich einen Tunnel und kann dann blau weiterführen. Allerdings sind hier oben bloß Kreise. Was richtig beschissen ist. Wenn ich die jetzt hier natürlich zumache, habe ich ein Problem, dass ich die nicht mehr weiterführen kann. Deswegen gehe ich mal bis dorthin. Genau. Ja, nice. Jetzt hätte ich warten sollen mit dem Einbinden. Oh Mann. Shit. 360 Punkte bisher, also hier oben rechts sind die Punkte, was in Pendleranzahl gezählt wird. Sieht recht wie ein Durcheinander aus. Naja, kann man jetzt nichts ändern. Aber trotzdem läuft das Ganze eigentlich ganz gut. Nirgendwo staut sich das Ganze allzu fest. Was ist jetzt das für eine interessante Form? Mache ich einfach mal so. Mal schauen, ob das irgendwie was bewirkt oder bringt. Ist jetzt die Station hier eingebunden oder nicht? Ich glaube ja nicht. Doch. Gut. Grün würde ich jetzt hier weiterführen, nach hier oben. Hier ist ein Diamant, der hier nach oben möchte. Kann man? Warte. Okay. Hier ist eine Tropfe oder wie ich das beschreiben soll, die hier umsteigen muss, um nach hier oben zu kommen. Der Diamant von hier muss die ganze Strecke nach hier drüben fahren. Was echt beschissen ist. Vielleicht binde ich da halt auch noch grün mit an. Auch wenn das vielleicht nicht unbedingt so schlau ist. Wie auch diesen Move hier. Aber dann können die umsteigen. Ey, keine Ahnung, was ich hier mache. Fragt mich nicht. Gelb hat einen zweiten Waggon. Blau hat einen Zug. Ich würde jetzt einfach mal bei Grün einen zweiten Waggon nehmen, weil die recht eine lange Strecke hat. Einen weiten Zug spare ich mir mal. Errungenschaft freigeschaltet. Opus.
Wahrscheinlich, weil wir die 500-Marke hier geknackt haben. Okay, das ist jetzt richtig beschissen. Ich habe keinen Tunnel. Was fährt der Zug hier hoch und runter? Soll ich das wirklich machen? Es ist Mittwoch. Wenn wir den Tunnel bekommen, können wir Orange weiterführen nach hier drüben. Ich lasse das vorerst. Okay, bei Gelb sieht es manchmal etwas knapp aus. Gelb hat, glaube ich, bald ein Problem. Ja. Wow. Okay. Really? Es kommt dann noch ein Stern ins Spiel. Naja. Okay, das ist jetzt richtig beschissen. Wir haben werden einen Tunnel. Wir brauchen zwei Tunnel. Dann führen wir hier nach unten grün weiter. Und orange geht nach hier drüben. Denn sonst geht das hier absolut gar nicht gut. Ja. Muss ich so machen? Es wäre halt noch gut, wenn grün mit angeschlossen wäre, weil grün... Ja gut, ich lasse das mal so. Mal schauen, wie es funktioniert. Bei Grün und Gelb brauchen wir, glaube ich, gleich einen weiteren Zug. Orange schafft es gerade noch so. Okay, hier oben ist ein Problem. Das ist grün. Ey, so viele Kreise auf einmal, das bringt absolut gar nichts. Das ist ein richtiges Chaos hier. Okay, grün hat jetzt ein Problem mit dem... No. Shit. Grün hat zweimal ein Problem. Gelb aber gleich auch. Ne, gelb schafft es noch. Das ist blau. Grün verreckt mir jetzt gleich. Diese Station hier oben ist völlig beschissen. Ja, grün, 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 grün. Wir bräuchten eigentlich eine neue Linie, die irgendwie so quer durchgeht. Dafür brauchen wir aber auch Tunnel. Das ist beschissen. Ohne Tunnel kann ich die Station hier oben gar nicht anbinden. Ich muss die Tunnel nehmen, geht gar nicht anders. Wieso fährt der jetzt einfach knallhart durch? Muss ich jetzt ernsthaft hier nochmal eine... Wait. Es gehen gar nicht mehr Züge drauf. We are fucked. Yes.
das schafft der Zuki nicht mehr. Nope, das war's. Ja, Game Over, Ende. Wegen Überlastung dieser Station musste der Betrieb eingestellt werden. 918 Fahrgäste fuhren mit einer Metro innerhalb von 50 Tagen. Gut, ja. Extrem war wohl die schlechte Entscheidung, damit anzufangen. Wer hätte es gedacht? Genau. Schauen wir uns das schöne Chaos hier mal an. Ja. Die Tunnel haben es mir einfach versagt. Sieht doch super aus. Nice. Gut. Damit würde ich gerne mal schauen, wo wir hier stehen. Ah. Verärgerte Fahrgäste. Jo. Tag 49, 3 Fahrgäste. Coole Statistiken gibt es hier. Finde ich noch nice. Gut. Haben wir es halt nicht geschafft. Mal schauen, wo wir hier in der Rangliste sind. Unter 40%. Doch. Okay. Trotzdem auf dem Platz 520. Aber nice. Damit würde ich sagen, das war's für diese Folge von Mini Metro. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!